blitzrote Rosen regnen mir, sollten sämtliche Wunder begegnen. Für Tim Fischer soll es rote Rosen regnen. In der Vorweihnachtszeit gibt es vom Chansonnier keine Weihnachtslieder, sondern eine volle Ladung Hildegard Knef. Mit schlichtem Bühnenbild lenkt Fischer die volle Aufmerksamkeit auf die Lieder und Texte der deutschen Diva. Ich hatte eine Nachbarin, die hat mir Walzertanzen beigebracht zu dem Lied Eins und Eins, das macht zwei. Und ich habe mich gleich in diese Stimme verliebt und dachte, das ist ja sehr sonderbar, die hatte so eine tiefe, verrauchte Stimme. Knef hat zu Lebzeiten 23 Alben und 7 Bücher veröffentlicht und spielte in 49 Kinofilmen und 15 Theaterinszenierungen mit. Grund genug, der Grande Dame mit bewegenden, unbekannten Liedern einen ganzen Abend zu widmen. Man erlebt ja auch viele Rückschläge im Leben und sowas auf der Bühne zu verarbeiten, das ist für den Interpreten, aber auch für das Publikum ein Ventil. Sprichst Nacht für Nacht von längst vergangenem Glück, vergiss sie, sie hat dich nie geliebt. Mit viel Wärme liefert Tim Fischer einen unterhaltsamen und besinnlichen Abend. Wer von dem Chansonnier nicht genug bekommt, kann ab dem 10. Dezember Fischer in Zara ohne Kleider erleben.